Muss das mal im Singleplayer machen. Ich finde nach einer Zeit wird das halt einfach nur langweilig. Wenn nur noch Wellen von Viechern kommen. Also ich finde, die Musik hier ist echt genial, ja. An sich die Idee mit der Arena nicht schlecht, aber ich finde halt, man hat mit dem Monsterwelt zu dick aufgetragen für meinen Geschmack. Kevin, wollen wir das dann im Finallevel so machen, wie wir es bei mir im Classic gemacht haben, dass du Marcel den Big Boss in die Mitte lenkt und ich dann die Falle aktiviere? Das können wir machen. Das hat ja am besten so geklappt. Ja, so ist gut. Wir sind jetzt vorausgegangen. War keiner. Jetzt geht's los. Ja, jetzt kommt Big Wambo, glaube ich. Hey, ich sehe da hinten ein Secret. Guck mal in die Richtung, wo ich gerade hinschieße. Das Secret habe ich im Classic noch nie gefunden. Hey, Lisa, da hinten. Oh. Big Boss is watching you. Aber auf den Schießen bringt im Moment noch nichts. Generell bringt Schießen auf den Fisch eher als gegen Ende was. Yo, der haut hier einfach mal alles in Trümmer. Only knife! Nee, Spaß. Genau. Piss dich doch mal. Oh, jetzt so, haben wir den Leben. Jetzt bringt's was auf den Boss zu schießen. Bringt das wirklich was? Jo, aber ihr dürft, wir dürfen nicht bis zur Mitte kommen, weil dann tut er sich selbst wieder aufladen. Nur so mein Tipp. Am besten ist, wenn ihr mit der Kanone reinknallt. Ich glaube, wir müssen warten, bis das Raumschiff da ist oder so. Yo, ich hab grad instant roten Rand hier, ey. Wir wackeln alles. Also, sobald das Raumschiff da ist, nicht mehr schießen, weil er sich dann auflädt. Aber ich finde, ihr müsst euch mal überlegen, das war damals, 2001, schon so genial inszeniert. Hilfe, ich will da hingucken, nicht töten, meine Güte. Okay, jetzt aufhören zu schießen, jetzt Richtung Pyramide laufen. Aua. Oh, ey, Mann, wieso sind die ganzen Dreckstiere bei mir, ey? Ey, fuck. Ich hoffe, ich jetzt hier einfach nur sterbe. Pack doch mal die Minigun. Wie hier einfach nur Party hart ist. Und in Series Sam 2 gibt's ein Easter Egg, wo man quasi das Ende hier sieht. Man sieht also diese Map hier als Miniaturausgabe. Oh, nennen wir es mal. Oh, okay, ich wurde einfach mal platt getreten. Ich hab's noch gerade so gesehen. Nee, Schade. Marcel, hast du es aufgenommen, wie ich zermalt? Nein, ich hab's nicht gesehen. Schande. Irgendwas was auf den zu schießen? Nee, nicht wirklich. Wir sollten jetzt gleich in die Pyramide gehen, sobald die offen ist. Sobald die sich öffnet. Ich hab noch 7 HP. Müssen den noch ein bisschen anballern.
Oh, nicht leben. Soll ich das mir holen? Ich würde es dir nicht empfehlen. Der tritt dich einfach platt. Ist egal. Ich meine, ich habe sowieso nur 7 Leben. Ja, geh mal hin. Ach. Ich habe gerade nur noch so gesehen, der Laserstrahl. Wow! Jo, jetzt hat er mich zerdreht, oder was? Da hatte ich gar nicht zertreten. Da hat er einfach nur auf die Gegend gestampft. Achso. Ja, guck mal, der regeneriert sich wieder. Bis wir den töten, ist er regeneriert. Das ist ja extra so gesagt. Da, jetzt. Jetzt regeneriert er sich. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis er hier die Pyramide aufschießt, glaube ich. Aufschießt oder sie sich öffnet, eins von beiden. Allzu lange dürfte das nicht mehr dauern. Ist eigentlich jetzt sinnlos, die ganze Muni an dem rauszulassen. Jo. Ah, jetzt ist er offen. Na, hol ich mir noch das Leben da, warte. Und ich mach die Musik jetzt mal ein bisschen leiser. Hast du's, Kevin? Moment. Ich hab bloß die Viecher dann noch schnell weggemacht. So. Jetzt, ihr müsst ihn in die Mitte locken von dem Ding. Und ich tu dann so lange mal die Falle aktivieren. Also schießt so, dass er in der Mitte unter dem Raumschiff steht. Okay. Mehr müsst ihr nicht machen. Ja, dann komm mal ran, mein Böschlein. Du hast halt fast keine Muni mehr, ne? Ja, das ist egal. Wenn du stirbst, kriegst du, glaube ich, keine Muni. Oder, ja, hier liegen Muni-Packs.
Wo? In den Ecken. Ihr müsst halt gucken, dass der zu euch kommt und mich möglichst nicht tötet. Weil ich darf nicht sterben, während ich die Dinger hier aktiviere. Ja, hallo, wir sind hier. Versuch's mal mit Kanonenkugeln. Ich glaube, der Kollege ist mir gegenüber nicht so friedlich gesinnt. Kollege, lass mal deine Feuerwelle bei dir. Die sind nicht so geil. Wir schießen den ab, aber da passiert nichts. Das Drecksvieh kommt einfach nicht hierher. Na egal, ich bin unter ihm durchgeklatscht. Komm her jetzt. Hier hin. Hier hin. Ja. Hallo, da bin ich. Ja, schieß doch auf mich. Also, ihr müsst mir sagen, wann er ungefähr in der Mitte ist, dass ich durch das letzte Loch schwimme. Ja, er kommt gerade her. Ja, ich muss mir gerade Munition holen. Aber hier liegt nichts. Guck mal, geh mal zu denen, du fette Sau. Er muss in dem leuchtenden Kreis stehen. Oder darf er ist fast da, er ist fast da. Er darf sich nicht groß wieder aufladen, also verhindert, dass er fast stirbt. Ja, was für ein Aimbot, das der gerade benutzt hat, ey. Yo! Mehr! Alles gut. Fehlen nur noch ein paar Meter. Der bewegt sich aber nicht. Also, und für die nicht wissen, was Patrick gerade macht, der rusht hier rein und deaktiviert diese Dinger, die gerade drauf schießt. Okay, Patrick, kopier's mal. Alles klar. Jetzt. Das kriegt er gleich den Schlagzeug des Lebens. Sobald der Strahl kommt, ballert alles, was er hat. Scheiße. Jetzt kommt der Strahl gleich. Jetzt muss er in der Mitte stehen bleiben. Ja, ist ja klar, auf mich. Komm jetzt. Jetzt komm, du scheiß Strahl. Nee, sag bloß, ich muss das scheiß Teil nochmal aktivieren, ey. Ja, musst du. Ich helf dir mal. Ja, Schenken, so, der bewegt sich gerade weiter in meine Richtung, also. Ich versuche einfach ein bisschen im Kreis zu rennen. Der bleibt immer an dem dran, der ihm am nächsten steht. Nee, der steht jetzt nicht mehr in der Mitte. Er muss nicht genau in der Mitte stehen. Reicht auch, wenn er nur den Fuß ein bisschen drin steht. Also er berührt das Ding in der Mitte, ja? Ja, das ist gut schon. Kevin, machst du den letzten Schritt? Ja, jetzt tretet er mich schon wieder, meine Güte. Da hinten ist der letzte. Oh. Was? In der Richtung komme ich gerade. Gehst du hin oder soll ich kurz? Mach jetzt du, warte ich halt mal, jetzt geht er wieder. Mann, wohin geht der eigentlich gerade? Ich verstehe das nicht. Oh, es kotzt mich an, dass man hier nicht sprinten kann. Ja, nur auf mich. Komm her. Der steht nicht mehr in der Mitte. Ich lock dir gerade wieder hin. Ja, er kommt. Habt das? Er kommt in die Mitte. Jawohl, komm. Patrick, hau drauf. Er müsste eigentlich erwischt werden. Jetzt ist alles aktiviert. Jetzt fährt das Ding runter. Jetzt kriegt er gleich. So, und jetzt voll gleich. Eingelatzt. Jetzt alles raufballern, was er hat. Weil jetzt kann er sich nicht mehr heilen. Und tschüss. Boah. Er fliegt voll auf mich drauf, der Typ. What the? Will you please hang up and try your call again? Not again. Hello.
Yeah, this is Sirius Sam calling for mental. I guess you're not home right now. I have a special delivery package for you. I'll be there soon to give it to you in person. I'm on my way over right now. Thanks, bye. It's time for bed, kids. Cartoons are over. Wow. Und fertig. Das war's. Das war's. Einfach so. Einfach fertig. So. Ohne Abspann, ohne nix. Ja, den müssen wir dann nachträglich noch rein. Gut, der schneiden. Läuft jetzt schon. Würde ich mal sagen. Oder gibt's da noch eine Cutscene? Ja, da kommt noch eine Cutscene, die müssen wir dann nachträglich reinschneiden. Ja, okay, dann. Ja, sag du mal deinen. Jo, da sind wir nochmal nach dem Abspann und ich würde sagen, ja, das war's jetzt mit Sirius Sam, The First Encounter. Beziehungsweise der erste Kontakt, wie es hier übersetzt wird. Der erste Kontakt. Wo ist das übersetzt? Hier steht bei mir der First Encounter, also. Im Hauptmenü steht bei mir Sirius Sam HD, der erste Kontakt rechts oben. Bei mir der First Encounter, Hast du die englische Version? Nee. Zum Start beliebige Taste drücken steht da unten, also es ist Deutsch. So. Ja, also wir sind in dem anderen Menü. Ach so. Der erste Kontakt, ja, da steht's, okay. Das ist eine scheiß Übersetzung. Ja. Auf jeden Fall, das war's irgendwie Sam. Jo, also, wir werden dann demnächst vielleicht noch mit dem nächsten Teil weitermachen, ne? Ja, mal schauen. Natürlich auch das HD-Remake und jo, dann würde ich sagen, ciao, The Cake of the Gamer verabschiedet sich und ja, PKLP alias Project Key. Und der Sack FM7. Jo, und dann tschüss. Tschüss.